Wo geht man heutzutage hin, wenn man eine Frau kennenlernen möchte? Ins Internet! Richtig, Sie kennen auch diese ganzen Partner-Seiten. Parship, Darling, Elite-Partner. Ja, ich Parship jetzt. Denn alle 11 Minuten verliert sich ein Single. Ja, Mann, ich habe das gleich mal ausprobiert. Ich bin einfach ins Internet gegangen und 11 Minuten und zack! Sie wissen aber, wie das Internet ist. Voller Typen und Viren. Ja, mir ist dann folgendes. Hallo? Was machen Sie denn hier? Ja, ich brauche Sie jetzt gerade nicht. Ja, Sie können gehen. Ja. Ein Applaus für Laura Kostner, oder? Eine Frau, eine Seelenverwandte, der ich vertraue, die mir das gibt, was ich gerne hätte. Wo finde ich das? Bestimmt im Internet. Ich tippe also Partnersuche in den Browser ein. Elite Partner Darling, mein Parship soll es sein. Die Anmeldung dauert 2 Stunden lang. Doch irgendwann, da höre ich dann, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Das war der Grund, warum ich mich für dich entschied. Parship, du bist ab jetzt für mich mein bestes Glied. Ich warte einfach 11 Minuten und dann geschieht's. Ich bin verliebt! Wow, was es heute alles gibt! Ich bin verliebt, ich bin verliebt. Ich bin verliebt in eine Frau. Doch ich weiß nicht ganz genau, was hier geschieht. Ich bin verliebt, ich bin verliebt in eine Frau. Ich bin verliebt. Bild von ihr habe ich noch nicht bekommen. Eine Nachricht von ihr habe ich noch nicht bekommen. Doch ich will kein Tag ohne dich versäumen. Ich will meine Nächte nur noch von dir träumen. Ich male mir schon aus, wie schön es ist. An deiner Seite, Hand in Hand. Ein Nachtspaziergang, ein Atemzug. Auch bist du mir völlig unbekannt. Ich habe dich zwar noch nie gesehen, doch 11 Minuten Internet haben mich in dich Partnersuche, Möbel kaufen und sogar Schuhe. Frauen finden dadurch noch nie
niemals mehr zur Ruhe. Einfach in den Bach kommen, einen Tag warten und dann das Ganze von vorne starten. Daher wollte ich mir eine Frau fürs Leben hier drin finden und mich mein ganzes Leben lang an sie binden. Doch können die mir hier noch nicht mal ihren Namen nennen. Und dann wäre die Frau dann heute wieder auf einer Party kämpfen.